Wer lässt Multikulti scheitern? Ein Text verfasst am 6. November 2012 um das St. Martinsfest herum. Neukölln ist überall, sagt ein SPD-Bezirksbürgermeister aus Berlin und nennt so den Titel seines Buches. Und viele Stimmen sagen, Multikulti sei gescheitert, weil sich zu viele Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund nicht integrieren wollen. Aber wo sollen die sich eigentlich rein integrieren? Und wo ist der deutsche Beitrag zur multikulturellen Gesellschaft? Ein kurzer Abschnitt aus einem Artikel über das St. Martinsbrauchtum der Rheinischen Post im Bergischen Land, in Remscheid, Hückeswagen, Rade vom Wald und Wammelskirchen, auch Bergische Morgenpost genannt, macht das Problem deutlich. Zitat: In der Kindertagesstätte Schatzinsel, die von der Arbeiterwohlfahrt AWO getragen wird, gibt es St. Martin offiziell schon gar nicht mehr. Die Kinder sollen stattdessen ein Lichterfest feiern, eine Art überkonfessionellen Konsens. Weil viele Kinder einen Migrationshintergrund hätten, müsse man das Angebot ändern, so der AWO-Geschäftsführer Uwe Bohlen. Das Fest feiere man trotzdem, aber ohne Mantelteilung, Pferd oder Martinslieder. Soweit das Zitat. Nicht? Wie kann man St. Martin ohne Martinslieder feiern? Ist das noch das Fest? Alles klar. Weil Kinder einen Migrationshintergrund haben, dürfen die Kinder, die das nicht haben, nicht mehr das Martinslied singen? Die Kultur, die das Leben dieses für viele Christen als heiligen geltenden Menschen ausgelöst hat, die darf es nicht mehr geben? Ist das denn noch Multikulti? Oder ist das eine abgeflachte Monokulti, wo noch die Kulturtechniken des Singens und des Laternenbastelns gepflegt werden, aber der ganze geistige Bezug dieses Brauchtums über Bord geworfen wird? Sind wir nicht heute so weit, dass wir über die kulturellen Grenzen hinweg gutes Verhalten anerkennen? Keiner wird leugnen, dass Mahatma Gandhi ein leuchtendes Beispiel für menschliches Verhalten gegeben hat. Preise für engagierte Personen gingen an Menschen aus vielen Religionen und Weltanschauungen. Keiner wird sagen, weil ein Muslim in der Schulklasse ist, darf man das Bild eines bekennenden Hindu nicht mehr zeigen. Aber St. Martin, der spontan die Not eines Menschen sah und wahrscheinlich lebensrettend gehandelt hat, den dürfen wir nicht mehr zeigen oder im Lied daran erinnern? Es wird immer Toleranz gepredigt. Der lateinische Wortstamm bedeutet so viel wie ertragen. Können es Migranten wirklich nicht ertragen, dass über den heiligen Martin Lieder gesungen werden und in einer Aufführung die Szene der Mantelteilung dargestellt wird? Oder ist diese Sichtweise zutiefst ausländerfeindlich, weil diese den Menschen mit Migrationshintergrund pauschal unterstellt, die könnten das nicht ertragen? Natürlich kann es auch unter Migranten Vorurteile geben, aber lassen die sich nicht bei einer vernünftigen Darstellung der eigenen Kultur auch überwinden? Die meisten Migranten, wegen denen man meint, christlich-abendländisches Brauchtum nicht mehr pflegen zu dürfen, sind Muslime. Aber kann das wirklich ein Grund sein, wenn in Dialogveranstaltungen immer betont wird, wie viel Gemeinsamkeiten die sogenannten abrahamitischen Religionen haben? Und ist es wirklich die Mehrheit der Muslime, die von uns so einen Kulturverzicht fordert? Das Almosengeben ist im Islam so wichtig, dass es zu den 5 Säulen des Islam gehört. Man kann kein guter Muslim sein, wenn man kein Almosen gibt. Und jeder Muslim sollte dem, dem er was geben kann, dankbar sein, da der andere ihm gar die Möglichkeit gibt, eine gute Tat zu tun, die für ihn beim jüngsten Gericht für den Einzug ins Paradies angerechnet wird. Der Islam ist beim Einzug in das Paradies mit etwas mehr Mathematik verbunden als das Christentum, aber das lasse ich jetzt mal außen vor, das Thema Gnade kann ich hier jetzt nicht behandeln. Aber ein Christentum ohne gute Taten ist trotzdem ein totes Christentum. Über 300 Jahre vor dem Leben Mohammeds
handelte St. Martin wie ein guter Muslim. Muslime glauben, dass diese durch Mohammed und dieser wieder durch den Engel Gibril, den Muslime mit dem biblischen Engel Gabriel gleichsetzen, den Koran bekommen haben, der das unverfälschte Wort Allahs sein soll. Christen und Juden, so lehrt es der Islam, hätten ihre Schriften verfälscht, sodass eine Korrektur durch den Koran notwendig wurde. Aber die Christen, die bis zum Wirken Mohammeds keine Chance hatten, dieser Korrektur der Religion zu folgen und nach ihrem Wissen ein gutes Leben führten, folgten der zu ihrer Zeit bestmöglichen Rechtleitung. Der heilige Martin und der heilige Nikolaus lebten lange vor Mohammed und taten den Menschen Gutes. Jeder Muslim, der das bestreitet, hat in Sachen seiner Religion eine große Bildungslücke oder ist ein Extremist. Ein islamischer Fundamentalist ist er nicht, denn für die totale Ablehnung von Personen, die in vorislamischer Zeit lebten, bietet der Islam meines Wissens keine Grundlage bzw. kein Fundament. Der Koran ist voll von Personen, die vor Mohammed wirkten, und wenn diese der bestmöglichsten Rechtleitung folgten, sind diese aus muslimischer Sicht ebenfalls Muslime. Was Muslime nicht akzeptieren können, ist die Menschwerdung Gottes in Jesus und dass Heilige bei Gott Fürsprache einlegen können, ist selbst in christlichen Konfessionen umstritten. Hier kann man darauf achten, dass man diesen Standpunkt kennt und darauf achtet, dass niemand etwas mitmachen muss, was seinem Glauben widerspricht. Muslime müssen nicht jede Strophe von einem Weihnachtslied mitsingen. Aber warum sollen sie sich nicht freuen, wenn Jesus geboren wurde? Er ist laut Koran von einer Jungfrau geboren worden und wird als ein sehr wichtiger Prophet im Islam angesehen. Zum echten Multikulti gehört es, dass sich Menschen mit verschiedenen weltanschaulichen Hintergründen gegenseitig ertragen können, also tolerieren. Aber sind es wirklich Muslime, die verhindern wollen, dass christliches Brauchtum hier gepflegt wird? Oder werden die nur als Ausrede vorgeschoben, weil man sich nicht traut, öffentlich zu sagen, dass einem die christlichen Einflüsse auf unsere Kultur zuwider sind? Aber wäre das nicht eine ganz hinterhältige Form der Ausländerfeindlichkeit, die Muslime vorzuschieben, um die eigene Aversion zu begründen? Möchten nicht viele Menschen mit Migrationshintergrund auch unsere Kultur erleben und erklärt bekommen? Ich hoffe, dass in diesem Sinne ein Wandel eintritt und statt einem faden, entgeistlichen Monokulti ein echtes Multikulti gelebt wird, wo auch in der Zukunft jedes Kind weiß, wer der heilige Martin war und dass sein Tun vorbildhaft für Christen, Muslime und jeden anderen Menschen ist. Anhand solcher Bräuche kann man die Themen Armut, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft etc. in den Unterricht einbauen und den Schülern bei der Gewissensbildung helfen. Es dürfte sogar dem Sozialstaat eher förderlich sein, wenn schon in der Schule solche Kompetenzen gefördert werden und die Bräuche um St. Martin und St. Nikolaus oder das Sternsingen, das endlich auch die evangelische Kirche übernehmen könnte, dazu genutzt werden, die Kinder dazu hinzuführen, über ihre eigenen Bedürfnisse hinauszudenken und auch uneigennützig zu handeln. Kann das nicht auch die AWO einsehen und in ihren Kindertagesstätten vermitteln? Müssen die unsere Kultur verstecken und herunterbrechen und abschaffen? Eine kulturverbindende Sache wünsche ich mir aber, dass die Menschen aller Kulturen dadurch verbunden sind, dass diese zur Erklärung der Menschenrechte von 1948 sich ohne Einschränkungen bekennen für die Rechte auf Leben, Gesundheit, Nahrung, Religions- und Bekenntnisfreiheit etc. Und gerade wenn man über den heiligen Martin die Themen Armut und so weiter anspricht, kann man eine Brücke bauen zum Thema Grund- und Menschenrechte.